Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich hatte ja vor etwas längerer Zeit schon mal ein Video gemacht, wo ich euch vier Kategorien an Köpfe vorgestellt habe, die meiner Meinung nach in jede Shisha-Sammlung rein müssen. Das war noch gute Empfehlung, aber ich glaube, es haben noch ein paar Köpfe gefehlt, die ich auch sehr gut finde und sehr oft benutze, aber die haben es nicht in das Video reingeschafft. Deswegen machen wir heute so ein ähnliches Video, aber mit einem etwas anderen Twist. Und zwar gucken wir uns heute einfach die Köpfe an, die ich mit Abstand am meisten benutze. Ich habe mittlerweile eine recht große Sammlung an Köpfen aufgebaut. Ich habe schon sehr, sehr viele Köpfe. Köpfe Getestet und es gibt Köpfe, die ich häufiger benutze, und es gibt Köpfe, die benutze ich weniger oft. Welche das sind und welche die sind, die ich mittlerweile mit Abstand am meisten rauche und auf die ich mich mittlerweile auch einfach beschränken könnte, die gucken wir uns heute nacheinander einfach mal an. Davor aber noch kurz ein paar Wörter zu, welche Köpfe braucht man überhaupt, wie viele Köpfe braucht man überhaupt. Meiner Meinung nach bin ich da immer noch bei dem alten Thema. Da hatte ich vier Kategorien: sparsame Köpfe, Kaminköpfe, Aluköpfe und Köpfe, in die viel Tabak muss, sodass man die auch lange mit viel. Den Leuten rauchen kann. Das sind meiner Meinung nach immer noch die richtigen und wichtigen Kategorien. Wenn ihr euch einen Kopf kaufen möchtet, solltet ihr euch überlegen, wofür will ich den benutzen? Brauche ich einen Kopf, auf den ein Kamin passt? Möchte ich gerne mit Alufolie rauchen? Will ich mit einem HMD rauchen? Und wenn ihr mit einem HMD rauchen wollt oder auch bei den anderen Optionen wollt ihr entweder einen Kopf, den ihr schön lange alleine rauchen könnt oder zusammen mit Freunden rauchen könnt oder sagt ihr eher, ich will lieber auf diese sparsame Schiene gehen und meinen Tabak nicht komplett verschwenden und auch wirklich was von meinem Köpfchen haben. In die Kategorien kann man auch auf jeden Fall die Köpfe unterteilen, die ich hier habe. Aber wir gehen gar nicht so nach den Kategorien. Wir gehen einfach mal die Köpfe durch. Meine Empfehlung, die besten Shisha-Köpfe, die ich da habe, die Köpfe, die ich am meisten rauche. Angefangen mit dem Oblako. Hier haben wir jetzt den Oblako Mono. Kennen bestimmt viele von euch. Oblako hat man ja auch schon sehr, sehr häufig bei mir gesehen. Es gab ja auch einen klitzekleinen Oblako-Hype in der Szene. Mittlerweile ist es ein bisschen abgeflacht, aber nach wie vor ist der Oblako ein sehr, sehr guter Kopf, den ich sehr oft rauche. Den Oblako gibt es in drei Größen: S, M und L. Den S rauche ich ehrlich gesagt nicht gerne. Ich finde da verkackt man sehr schnell, sehr einfach den Durchzug. Das Fassungsvermögen reicht mir ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich dann einen Sparsamen Kopf habe, dann sind da noch bessere dabei. Aber der Oblako M und auch der Oblako L, beides sehr gute Köpfe. Der M für eine Ladung Kohle für eine Person perfekt. Der Oblako L für langes Rauchen alleine oder für das Rauchen mit mehreren Leuten an einer Pfeife einfach ein hervorragender Kopf. Preislich liegt der ungefähr bei 25 Euro. Man kriegt ihn auch hier und da mittlerweile mal im Angebot und sollte ihn im Internet auch definitiv finden. Schaut auch gerne. Mal auf meiner Website vorbei, da sind noch mal alle meine Rabattcodes aufgelistet. Wenn ihr dann einen Einkauf mit meinem Rabattcode macht, dann könnt ihr entweder was sparen oder was kostenlos dazu bekommen und ihr supportet mich gleichzeitig noch ein bisschen. Da einfach mal ein dicker Kuss an jeden, der da an den Code beim Bestellen denkt. Und der Oblako ist natürlich auch ein Kopf, auf den hervorragend Smokeboxen passen, sei es der Lotus 1 oder der Lotus 1 Plus. Passen beide hervorragend. Auch den Agrani kann man sehr gut mit dem Kopf rauchen. Man kann ihn auch mit Alufolie rauchen, aber das ist ein russischer Kopf. Die meisten russischen Köpfe wurden exklusiv für HM. Entwickelt, so auch der Oblaco. Ein weiterer guter Kopf für HMD, der genau eine Alternative zu dem Oblaco S ist, den ich ja eben noch auf der Liste, naja, eigentlich nicht auf meiner Liste, aber im Video kurz genannt habe, der ATH Traverten bzw. ATH Modell L. L, merke ich mir immer so, steht für die Lippe. Ihr habt hier so eine kleine Erhöhung, auf die ihr sehr gut eine Smokebox packen könnt und ihr habt ein relativ sparsames Tabakdepot. In den Oblaco M gehen eher so zwischen 20 und 25 Gramm. Den ATH kann man zwischen 15 und 20 Gramm rauchen. Sehr nice Ding, sehr schönes, sparsames Set. Ab, extrem gut verarbeitet, kostet ungefähr 25 Euro, kriegt ihr auch im ATH-Store, ebenfalls mit Code SWG 10, da könnt ihr nochmal 10% sparen. Für mich ein super krasser Kopf und eine hervorragende Alternative zur mami Bowl, die mittlerweile für 35 Euro weggeht, was halt einfach 10 Euro mehr sind dafür, dass ihr nicht mehr bietet. Außer euch gefällt die mami Bowl einfach viel, viel besser und das ist euch 10 Euro wert. mami Bowl, hervorragender Kopf, aber für 10 Euro weniger würde ich immer zum ATH greifen. Zwischendrin nehmen wir immer aber wieder einen Zug. Setup ist übrigens die Mose Breeze 2 mit dem Wavy Frosted und mit der Ice Cut Bowl von Caesar. Oben drauf habe ich den Little Pro. Und das ist auch ein Kopf, der auf jeden Fall auf meiner Liste auftaucht. Ich habe ihn noch nicht so lange da. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Köpfchen, das ich damit rauche. Aber den sehe ich schon sehr, sehr weit oben in meiner Skala. Übrigens, die Reihenfolge der Köpfe ist egal. es sind alles Köpfe, die ich oft benutze, mit zwei, drei Ausnahmen, zu denen ich gleich noch komme. Aber der Little Pro ist auch ein sehr geiler Kopf geworden. Little Pro ist ein bisschen schwieriger. Thema. Es wird ein anderer Ton benutzt. Ist die Frage, ob man das merkt, weil auf der anderen Seite ist auch das Depot noch ein bisschen anders als bei dem normalen Lidlip. Der normale Litlip und auch der Lashlip, auch beides hervorragende Köpfe, aber ich glaube, der Litlip Pro oder der Love Lip werden für mich die meistgenutzten Köpfe von Hukain werden. Wo wir gerade schon beim ATH waren, machen wir auch einfach mal weiter mit seinem großen Bruder und zwar dem ATH Modell M. Ihr seht schon, das Depot ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Hier passt auch hervorragend eine Smokebox drauf. So hat man praktisch jetzt im ATH-Köpfe-Universum einen Kopf, der etwas Kleiner ist, vom Depot her. Und einen, der vom Depot her ein kleines bisschen größer ist, heißt, für längere Rauchdauer oder mit Freunden würde ich euch den M empfehlen. Wenn ihr alleine raucht oder schön sparsam rauchen wollt, würde ich euch Modell L empfehlen. Wo wir gerade beim Oblako waren, habe ich hier noch den Moonkopf. Die Moonköpfe sind auch eine hervorragende Alternative zum Oblako. Sehen relativ ähnlich aus. Am Anfang habe ich mich deswegen sogar ein bisschen gegen die Köpfe gestrebt, aber sie funktionieren hervorragend. Im Oblako rauche ich zum Beispiel nicht so gerne must -Have. Und in den Moon, wie ihr seht, rauche ich sehr, sehr gerne must -Have. Da habe ich auch gerade noch das nächste Köpfchen vorgebaut. Da wollte ich euch in einem anderen Video noch was zeigen und musst du noch was bauen. Und deswegen ist der hier schon gebaut. Aber die Moonköpfe für 25 Euro oder auch oft im Angebot deutlich günstiger zu haben, sind eine sehr nice Alternative, falls euch der einfach besser gefällt oder falls es gerade mal wieder keine oplakus gibt. So, der nächste auf unserer Liste, der Wandenberg V1. Ein Kopf, der nicht ganz günstig ist. 35 Euro kostet das Ding, aber er ist made in Germany und hat wirklich eine hervorragende Qualität. Übrigens, zu vielen von den Köpfen. Unter anderem den Wandenberg findet ihr auch noch mal eigene Videos auf meinem Kanal. Der Wandenberg hat ein etwas eigenes Tabakdepot, von der Form her eher ungewohnt. Er geht diagonaler nach unten und der Kopfbau ist etwas tricky. Man muss den Kopfbau eher wie eine nochmals Donutform in dem schon donutförmigen Depot bauen. Guckt euch da gerne das Video an, da habe ich euch auch den Kopfbau gezeigt. Aber der Wandenberg von den Hitzeeigenschaften sehr, sehr geil. Tabakdepot würde ich auch sagen, so ungefähr 20 bis 23 Gramm. Das ist immer Einzuschätzen. Manche Leute bauen fluffig auf Abstand, manche Leute bauen semi-dense auf Vollkontakt und dann gehen da einfach mal sieben Gramm mehr rein. Das heißt, das Fassungsvermögen von dem Kopf zu beurteilen, kommt immer sehr stark auf den Kopfbau an und kann man nicht so krass pauschalisieren. Ein Kopf, den ich noch nicht so lange habe, aber jetzt schon in mein Herz geschlossen habe, ist der Shishaya Heifen. Shishaya hat ja früher schon hervorragende Pfeifen gemacht. Jetzt sind sie auch in die Köpfewelt eingestiegen mit dem Heifen. Der Heifen hat ein kleines Problem und das ist, dass bei vielen Modellen das Pfanneloch ein kleines bisschen hoch ist. Deswegen rauche ich den Hyphen am liebsten mit dem Nagrani, weil der etwas flacher auf dem Kopf sitzt als der Kalout. Der sitzt meistens etwas tiefer drinne. Mit dem Nagrani zusammen funktioniert der Heifen aber extrem gut. Es ist ein sehr schöner Ton. Es ist ein sehr schönes Tabakdepot. Also die Form gefällt mir einfach extrem gut. Er ist relativ breit, aber trotzdem flach vom Tabakdepot, was dafür sorgt, dass ihr viel Angriffsfläche für die Hitze auf den Tabak bietet, aber eben nicht zu viel Tiefe in dem Kopf habt und ihr so mit Tabak verschwenden würdet. Der Heifen ist leider auch ein bisschen teurer, 35 Euro kostet das Ganze, ist allerdings auch deutlich. Deutsche Handarbeit und soll wohl auch hochtemperaturgebrannt sein, genauso wie der Wandenberg. Was heißt hochtemperaturgebrannt, je höher die Temperatur beim Brennen von einem Ton, umso mehr wird die Masse verdichtet und umso schwieriger ist es, den Kopf zum Bluten zu bekommen. Bis jetzt blutet bei mir weder der Wandenberg noch der Heifen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es irgendwann passieren kann. Soll aber wahrscheinlich später oder im besten Fall gar nicht passieren. Next up ist die Hooker John. Harmony Bowl, ein absoluter Klassiker bei mir. Ich glaube, es war der zweite oder dritte Funnel, den ich in meinem Leben gekauft habe und es ist immer noch ein Funnel, den ich unglaublich gerne und unglaublich oft rauche. Harmony Bowl ist ähnlich geformt wie der heifen allerdings noch ein bisschen tiefer. Das heißt, es geht noch ein bisschen mehr Tabak rein. Ergo, man kann den auch ein bisschen länger rauchen. Ähm, wer es eher tabaksparend mag, würde ich sagen, ist der Haifen besser. Wer sagt, digga, ich will einfach mit einem Satz Kohle die maximalen Ergebnisse erzielen, der ist bei der Harmony Bowl wahrscheinlich sehr gut beraten. Hitzeeigenschaft von dem Kopf unglaublich gut. Tabakdepot, wie gesagt, ein bisschen größer. Da gehen wahrscheinlich mindestens so 25 Gramm rein. Again, je nach Kopfbau variiert das natürlich. Aber für mich ein Kopf, der immer unglaublich zuverlässig war, den ich sehr, sehr gerne zum Testen von neuem Tabak nehme, weil ich immer weiß, ich kann mich auf das Ding verlassen. Die Ergebnisse sind immer konstant und er funktioniert einfach hervorragend. Als nächstes haben wir zwei Köpfe, die in einer etwas eigenen Kategorie sind. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch Köpfe, die ich sehr, sehr oft nehme. Und die zwei Köpfe sieht man ehrlich gesagt eigentlich nicht so oft bei mir. Trotz, Trotzdem will ich sie mit in dieses Video packen, weil es sind die besten Köpfe, wenn es darum geht, mit Alufolie zu rauchen. Auf der einen Seite haben wir da den Hookah John 80 Feet. Es gibt auch noch den 80 Feet 80, der ist ein kleines bisschen flacher und das Funnelloch ist ein kleines bisschen breiter, also noch mal ein bisschen Tabaksparender. Aber der 80 Feet und auch der 80 Feet 80 sind beide unglaublich gute Köpfe, wenn ihr mit Alufolie raucht, dann entweder mit Kaminsieb, Apple on Top oder was ihr da sonst oben drauflegen wollt. Und auf der anderen Seite haben wir da den Alpaca Predator. Der hat sogar noch eine kleine Bridge über dem Funnelloch. Das sorgt dafür, dass man die Alufolie nicht so schnell anziehen kann. Ihr wisst ja, wenn die Alufolie nicht perfekt gespannt ist bei einem Alufolien-Setup, dann passiert das gerne, dass man die Alufolie mal auf das Funnelloch anzieht und dann ist euer Durchzug instant RIP und zwar komplett RIP. Das soll diese kleine Bridge, die hier über dem Funnelloch ist, eben verhindern. Man kennt das, manche Leute machen auch dann so einen Alustecher oder sowas rein, legen das über das Funnelloch. Das habt ihr hier sozusagen direkt mit im Köpfchen integriert. Beide Köpfe haben sehr gute Hitzeeigenschaften, sehr sparsame Depots. Ich würde sagen, da gehen so ungefähr 15 Gramm rein. Again, kommt natürlich darauf an, ob fluffig, dense, wie auch immer. Aber beide für mich meine absolute Lieblingswahl, wenn es darum geht, mal mit Alufolie zu rauchen. Was zwar nicht sehr oft passiert, aber wenn, dann ist es meistens einer von diesen Köpfen. Als nächstes haben wir den Amphora. Die Amphora-Köpfe sind relativ massiv gebaut. Ihr seht das schon, da ist wirklich ordentlich Masse am Start. Auch der Rand oben ist extrem breit und die Köpfe wiegen auch einiges. Je mehr Masse ein Kopf hat, desto träger ist er von seinen thermischen Eigenschaften. Bedeutet, er braucht ein paar Minuten länger, bis er wirklich an ist, hält dann aber die Hitze unglaublich. Konstant. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Köpfen. Es kommt darauf an, wie gut der Kopf die Hitze aufnehmen kann und wie konstant der Kopf und auch der Aufsatz die Hitze an den Tabak abgeben kann, damit wir die Molasse, die vom Tabak getragen wird, erhitzen und auch verdampfen können. Und da ist der Amphora durch seine Masse halt einfach unglaublich gut. Ich rauche sehr, sehr gerne Dark Blend in diesem Kopf, weil er deutlich smoother rüberkommt als in etwas dünneren, normaleren Köpfen, sage ich mal. Der Amphora für mich ein Must-Have in jeder Shisha-Sammlung. Die ist ein bisschen ernst. Sehr, sehr krasser Kopf, den ich sehr gerne für Dark Blend verwende. Kommen wir zu den letzten zwei Köpfen. Der erste ist der Alpaca Huacaya. Mittlerweile auch ein Klassiker in der Szene. Alpaca bekannt für unglaubliche Qualität. Die Glasuren sehen sehr nice aus, sind sehr unanfällig für Risse durch Hitze und durch Saubermachen. Und der Ton ist extrem gut und kann auch die Hitze unglaublich nice weitergeben. Es gibt ein Problem mit dem Kopf. Er ist nicht gerade günstig. Er kostet meistens so um die 33 Euro. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem. Selbst wenn man bereit ist, die 33 Euro auszugeben, findet man ihn nicht so häufig. Es ist sehr, sehr schwer, ein abzubekommen, es gibt selten Restocks und man findet ihn online fast gar nicht, aber der Alpaca Huacaya übrigens bei mir noch mit dem tiefen alten Depot, es gibt auch eine neuere Variante, wo das Depot etwas flacher gemacht wurde, aber der alte, da muss ordentlich Tabak rein, aber dann hast du auch ein super Erlebnis mit einem Satz Kohle und kannst sogar oft noch Kohle nachlegen. Für mich einer der besten Köpfe, wenn es ums HMD Rauchen geht, hat bei mir so ein bisschen der Harmony Bowl die Konkurrenz gemacht, wenn ich ein sehr konstantes und sehr gutes Ergebnis erzielen will, ohne groß auf den Tabakverbrauch zu achten, weil da scheißt er eher rein. So, als letztes nochmal mit Abstand am meisten genutzter Kopf. Die Stonehooker Fastball im Colorway Brown. Ein Kopf, der sehr schwierig zu beschreiben ist oder ein Kopf, der sehr schwierig zu rechtfertigen ist, weil er kostet 90 Euro und das ist schon wirklich ein kranker Preis. Aber der Stonehooker vereint in sich einige Eigenschaften, die ich bei den anderen Köpfen besonders geil finde, aber alles in einem Paket, was für mich basically der perfekte Kopf ist. Also viel besser wird für mich wirklich nicht. Ich will nicht sagen, geht los und kauft euch alle einen Stonehooker Bowl bei 90 Euro einfach viel zu viel Geld ist für einen Kopf, außer ihr habt eine schöne große Shisha-Sammlung und ihr investiert da gerne Geld rein und ihr wollt noch was krasses daheim haben. Das Problem mit dem Stonehooker bei der Preis-Leistung ist folgendes: Wenn ihr sowas wie eine Harmony Bowl habt, dann erzielt die Harmony Bowl ungefähr 95 oder 90 Prozent der Ergebnisse, die ihr auch mit einem Stonehooker rausholen könnt, für ein Drittel vom Preis oder sogar noch weniger, manchmal ein Viertel vom Preis. Und dadurch ist es halt sehr schwer, diesen Kopf zu rechtfertigen. Solltet ihr allerdings die 90 Euro für diesen Kopf ausgeben, dann kann ich euch basically garantieren, dass die Ergebnisse mit diesem Ding hervorragend sind. Das Tabakdepot ist mittelgroß. Ich kann immer Einsatzkohle verrauchen und habe bis zum Ende optimale Ergebnisse. Wir haben hier noch kleine Rillen, die sollen so ein bisschen dafür sorgen, dass da sich Molasse drinne sammelt und das dadurch noch besser funktioniert. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Marketing-Gag, aber Hitzeeigenschaften von diesem Kopf sind hervorragend. Egal ob ich da Virginia, Dark Blend oder einen Mix aus beiden reinpacke, egal ob ich ein ein Noppenkontakt oder einen Vollkontakt fahren will, egal ob mit Alufolie oder mit HMD, der Kopf läuft immer. Ein kleiner Hinweis noch für diesen Kopf: es ist sehr schwer, genau dieses Modell online zu finden. Es gibt viele Seiten, die listen einen Stonehooker Fastball. Es ist aber in Wahrheit ein Stonefit. Stonehooker hat da ein paar Probleme mit der Namensgebung und ist da nicht immer so klar. Deswegen seid da vorsichtig, wenn ihr euch einen bestellt. Könnte gut sein, dass ihr euch einen Stonehooker Fastball bestellt und dann nicht genau dieses Ding hier ankommt. Da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Das war auch schon meine Liste. Das sind die Köpfe, die bei mir mit am häufigsten in der Verwendung sind, die ich am liebsten rauche. Ich bin einfach an meinem Köpferegal entlang gegangen und habe mir gedacht, dich rauche ich oft, dich rauche ich oft und dich rauche ich oft. Ihr kommt mit rein ins Video. Ich hoffe, das Video konnte dem einen oder anderen, der vielleicht auf der Suche nach einem neuen Kopf ist, helfen. Hoffe ich zumindest gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.